das Gefühl, als der erste Impfstoff ankam, war sehr emotional. Sich mit sowas auseinanderzusetzen, was einen als Krankenhausapotheker natürlich auch fachlich total interessiert, weil es ein völlig neues Wirkprinzip des Wirkstoffs, des Impfstoffs ist, das war schon wirklich sehr bewegend, den neuen Impfstoff dann in der Hand zu halten. Der Impfstoff ist ja sehr instabil, insbesondere wenn er verdünnt ist und wenn er auf Raumtemperatur ist. Und einmal dadurch diese Information weiterzugeben, war ein ganz wichtiger Punkt und eben alle, die damit arbeiten, auch wirklich gut einzuweisen, gut einzuarbeiten, die Kräfte, die uns unterstützen, den Impfstoff vorzubereiten, sodass die Ärztinnen und Ärzte ja nur noch fertig applizieren müssen und auch die Ärzte zu informieren und alte Gewohnheiten abzubauen, das war einfach der Weg, wo wir sicherstellen konnten, dass wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem wirksamen und guten Impfstoff bei uns geimpft werden. Wir holen die Walze aus dem Kühlschrank, gehen in unseren Bereich, begutachten sie, untersuchen auf Partikel, schwenken die dann 10-mal um, verdünnen das Ganze runter mit Kochsalz, weil es ein Konzentrat ist, schwenken das Ganze nochmal und dann ziehen wir die 6 Impfdosen aus dem einen Vial. Inzwischen gelingt es, dass der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich einen Termin hat, sodass sie zum Termin kommen, die werden empfangen, es wird geprüft, dass sie ihre Dokumente ausgefüllt haben und vollständig sind. Dann werden sie einem der Ärztinnen und Ärzte in den Kabinen zugeteilt. Der Impfstoff wird parallel von Mitarbeiterinnen aus der Krankenhausapotheke oder auch von Pflegekräften vorbereitet, portioniert den Ärzten zur Verfügung gestellt und dann erfolgt die Impfung in den Impfkabinen. Also ich spritze das jetzt sehr langsam. Es ist ja ein sehr empfindlicher Stoff und den dürfen wir ja auch nicht klopfen und gar nichts, ja, sondern so wie er ist spritzen. Das wird intramuskulär gespritzt und so, dass jetzt auch kein Druck zu spüren ist, sondern einfach sehr langsam und vorsichtig. Und es ist sehr erfreulich, dass die Beteiligung auch so gut ist. Ja, und Sie hatten Fragen, aber sind alle gut? Ganz gut beantwortet. Okay. So. Und wir haben immer eine Nachbeobachtungszeit von 10 bis 20 Minuten. Und dann bitten wir unsere Kolleginnen und Kollegen, sich da draußen hinzusetzen und noch ein bisschen zu verweilen. Ich wurde jetzt gerade geimpft, es ist alles super gelaufen, es ist sehr gut organisiert, die Leute sind sehr nett. Da habe ich mich dann am Sonntag angemeldet bzw. angerufen, habe gleich heute Termin gekriegt. Als ich hier im Haus kam, da war wirklich super organisiert, man hat kaum Wartezeiten gehabt. Hier war alles super, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr mehr als zufrieden. Ich hatte vorher Bedenken, bevor es überhaupt hieß, oder beziehungsweise wo es gesagt wurde, wir sollten uns impfen, weil ich allergisch bin und ich bin allergisch auf Kontrastmittel, die sich im Impfstoffen befinden. Und dann mal selber einiges recherchiert, selber über Internet gelesen oder mich über Medien informiert. Und da habe ich gedacht, mein Gott, hier bin ich in richtigen Händen, falls was passiert, da reagieren die Leute richtig und ich wurde gut aufgeklärt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Impfstoffen ist eigentlich vom Wirkprinzip her gar nicht so groß. Es geht immer darum, dem Körper Proteine zu präsentieren, Antigene, an denen unser Immunsystem lernen kann, wie es gegen die Viren vorgehen kann. Ich habe mich ziemlich gut informiert, ich habe viel gelesen drüber und ich hatte keine Angst. Ich habe schon so viele Impfungen und denke nicht, dass da Sorge besteht. Wir haben es deswegen gut geschafft, weil die Beschäftigten in der München-Klinik sich super informiert haben übers Intranet, weil die Marcom sehr, sehr kurzfristig auf dem Weg auch informiert hat, weil einfach alle, die in irgendeiner Weise beteiligt waren, die Teams, die die Impfungen vorbereitet haben, die Ärztinnen und Ärzte, die geimpft haben, die waren alle extrem flexibel und haben sich super einfach darauf eingestellt. Und wir hatten einen Tag, wo wir 375 Impfungen machen konnten, das ist schon sensationell. Impfung ist überhaupt nicht schlimm, so ähnlich wie eine Grippeimpfung. Und selbst wenn es irgendwelche Nebenwirkungen geben sollte, ist das sicher völlig belanglos im Vergleich zu einer echten Corona-Infektion. Ich würde jedem raten, das auch machen zu lassen, wenn er keine relevante Kontraindikation hat. Die Frage, ob wir uns selber impfen, kann ich mit Ja beantworten. Wir wollen ja nicht, dass irgendwas verloren geht. Ich bin Schwabe und Krankenhausapotheker. Da wird abends nichts weggeworfen. Und deswegen ist es so, dass im Impfteam mögliche Reste dann auch für die, die hier arbeiten,
auch verimpft werden.